Einen wunderschönen guten Tag hier zurück zum ATS. Wir haben ja das letzte Mal unsere Lieferung noch abgeliefert. Jetzt gibt es einen neuen Auftrag. Ich schaue jetzt bloß mal, dass ich eine bisschen kürzere Tour. Ist alles jetzt gerade nicht kürzer, aber zerbrechlich. Was haben wir denn da? Haushaltsgeräte. Na, das nehmen wir doch. Und mal ein bisschen stärkeren LKW. Dann geht es hier nämlich gleich wieder los auf große Fahrt. Ja, erste Folge eher länger. 25 Minuten. Wo muss ich denn hier raus? Oh, cool. Mein Schuh quietscht auf dem Pedal. Ah. Ups. Okay, jetzt muss ich echt meine Schuhe schnell ausziehen, weil das quietscht gerade zu viel. So, einmal so und so und. Ich hoffe, dass das jetzt nicht die Pedalen sind. Ne, das sind nicht die Pedalen. So, nochmal hier ein bisschen zurück und einmal komplett. Hallo, vorwärts bitte. Danke. So, grüß dich. Servus. Ich düster mal, ne? Interessiert dich eh bahnbrechend. Junge, machen wir hier mal lieber Licht an. Nicht, dass wir da gleich eine Strafe kriegen. Na, UPS, auch alles da. Hier. Schön. Und los geht's auf große Fahrt. Ach genau, hier passt's wieder. Beziehungsweise, kurz hier schauen. Das war die falsche Taste. So. Schauen wir mal, ob das hier das geht. Geht soweit. So, ne, passt. Lassen wir jetzt einfach so mit der Sicht. Die passt eigentlich ganz gut jetzt. Ja, grafisch eigentlich echt eine ganz gute Geschichte hier. Nein. Oh, nee. Okay, so, schönen Gruß mal wieder an Kavon. Auch mir passiert das. Noch schön in seinem Stream immer blöd dahergeredet und jetzt passiert es mir auch. Also hier mit stärkerem LKW gleich mal hier die großen Kosten verursacht. Ja, ich habe es gestern schon angesprochen. Ein Thema heute, es geht um ein leidiges Thema, das leider nach wie vor immer größere Kreise zieht auch und im Moment wieder, was man so mitkriegt, was man so liest, schlimmer wird. Und zwar mal wieder das Thema Modklaue im LS. Auch wenn jetzt hier einige nicht vom LS vielleicht zuschauen, sondern beim ATS. Aber ich denke mal, dass es ETS und ATS genauso betrifft, was den Modklaue angeht. Da kriege ich es jetzt nur noch nicht so mit, weil ich da nicht so aktiv bin. Aber eben LS, ja, ganz, ganz gravierende Geschichten mittlerweile. Also sogar Leute, die darauf angesprochen werden, dass sie keine Freigaben für Dinge haben, für, ja, wenn es nur, keine Ahnung, nur eine Textur ist und sie dafür einfach keine Freigabe haben, lassen sie das Zeug einfach trotzdem auf den Plattformen stehen und es interessiert halt irgendwie einfach nicht. Und wenn sich dann die Urmodder oder die Urtexturierer melden und sagen, hey, passt mir nicht, dass ihr das einfach hier konvertiert ohne irgendeine Freigabe, dann scheren sich die Leute nichts drum. Und das ist aktuell einfach jetzt wieder ein relativ frisches Thema. Und will ich wieder hier Carbon ansprechen. Der hat vor kurzem ein Video gemacht, was mir auch selber wieder ein bisschen die Augen geöffnet hat mit dem oder zu dem ganzen Thema. Da ich ja doch auch die ein oder andere Mod-Vorstellung mache und da natürlich ja viele verschiedene Portale auch zur Verfügung hätte oder eben in dem Fall nutze und
Ja, wenn man dann immer wieder mitkriegt, hey, sogar etablierte Foren oder Portale klauen sich das Zeug zusammen, dass es nicht mehr feierlich ist, dann wird es echt schwierig, dass man da noch gute Mods findet und in dem Fall auch dann eben Seiten findet, wo es wirklich sicher auch freigegebene Mods gibt. Und ja, das ist echt ärgerlich, weil man sich da doch auf so manches verlässt oder ja, hofft, dass man auf einer guten Seite ist. Und im Endeffekt stellt sich dann raus, hey, die machen genau dasselbe wie alle anderen. Und ja, da hat der Carbon wieder das Respect for Modders ins Leben gerufen, hat darum gebeten, dass einfach das Video geteilt wird. Es ist natürlich, ja, die Community, und das ist jetzt nicht rein die vom Carvan, sondern ich spreche da eher diese, ja, diese LS-Community, wenn man es überhaupt Community nennen kann, ja, wird wahrscheinlich dieses Video entweder nicht richtig verstehen, will es nicht richtig verstehen, oder ja, oder es wird einfach nur kurz angeschaut und dann Schwamm drüber und das war's. Ich habe mir jetzt, das Video kam glaube ich gestern oder vorgestern vom Kavan. Ich habe mir jetzt auch ein bisschen Gedanken drüber gemacht und mir das Ganze durch den Kopf gehen lassen, ob ich überhaupt was dazu mache, weil ich ja doch schon auch das Thema öfter mal angesprochen habe in meinen Videos. Bin aber jetzt einfach zu dem Entschluss gekommen, auch wenn ich klein bin, was die YouTube-Größe angeht, aber ich habe eben Spaß dran, Mods vorzustellen und will aber im Endeffekt nicht, dass irgendwie dabei Modder die ihre Freizeit, auch irgendwo ihr Geld da investieren in diese ganze Modding-Arbeit und ja, ihre Ideen da einbringen, dass die im Endeffekt geprellt werden durch solche ja, Modklau-Geschichten. Will ich jetzt einfach auch mal meinen Senf dazugeben und mein Senf ist im Endeffekt ziemlich gleich mit dem, was der Carvan auch sagt. Ich kann ihm da eigentlich nur vollstens zustimmen. Auch ich habe. Es geht um eine bestimmte Seite aktuell. Ich werde jetzt nicht sagen, um welche es geht. Das könnt ihr gerne dann in Carbon seinem Video anschauen, um was es da geht. Bei mir geht es jetzt eher allgemein um die ganze Geschichte. Und ja, es ist. Ich habe es persönlich vor kurzem erst bei ModHaus da was gemeldet, was. Ja, eigentlich auch von irgendjemand anderem hochgeladen wurde, habe aber dann den Urmodder mal oder den Modder angeschrieben, der das Fahrzeug gemacht hat. Dem ist das relativ egal. Der sagt, ja, jeder ist willkommen und soll das Ding damit machen, was er will. Gut, solche Leute gibt es auch, finde ich auch eine gute Einstellung in einer Hinsicht. Aber in Hinsicht auf diese verkorkste Community, oh, schon wieder zu schnell, auf die verkorkste Community finde ich es eigentlich einen falschen Weg. Also da müsste auch er dann mehr oder weniger so strikt sein, dass er sagt, hey, das will ich nicht, was ihr da macht. Weil der Witz war, es hat halt dann einfach irgendjemand anderes mit einem Uploaded-Account hochgeladen. Und er selber hat es auf einem Mediafire, glaube ich, Upload gehabt oder auf einem Server, der eben, ja, der bringt auch Werbung, ganz klar, aber nicht wie jetzt Uploaded, dass du mit Echtgeld dir da einen Account kaufst, sondern da kannst du halt immer runterladen. Aber derjenige, der es eben darauf hochlädt, der verdient da trotzdem sein Geld damit. Und im Endeffekt verdient derjenige welche, der das halt hochgeladen hat, mit der Arbeit von jemand anderem Geld. Und das ist genau der Punkt, wo dann
der Modklau eigentlich seine Spitze erreicht hat, weil sich jemand anders mit den Federn oder mit der Arbeit von jemanden brüstet. Ist jetzt blöd ausgedrückt, aber es ist einfach so. Also, und das ist ja ein ziemlich heikles Thema, die ganze Geschichte. Und ja, aber ich glaube, gerade in der YouTube-Szene und wenn man da eben einfach auch mit Mods was macht, also wie jetzt Mod-Vorstellungen oder ja auch die ganzen Fahrzeuge in seinen Let's Plays benutzt, finde ich, hat man auch oder sollte man auch ja das Rückgrat haben, dass man auch mal sagt, hey, so geht's nicht. Ihr habt hier Material von jemand anderem geklaut und brüstet euch damit. Und ich glaube, da sind wir schon am richtigen Hebel mit solchen Formaten, dass wir da einfach auch den Usern, vielleicht kriegt es auch der ein oder andere nicht mit, das kann ja auch sein. Also ich will da ja auch niemanden irgendwie was Böses unterstellen, dass der das jetzt mit Absicht macht, aber du kannst es als normaler User, wenn du Mods suchst, kannst du nicht wirklich mehr differenzieren, ob jemand das Ding geklaut hat oder nicht. Da ist einfach allein, ja, es werden zwar die Credits alle schön aufgeführt, aber du kannst halt nicht nachvollziehen, ob wirklich die Freigaben dann auch vorhanden sind. Und ja, das ist eben so ein Punkt, wo, glaube ich, wir als Mod-Vorsteller, als Let's Player, da die größere Reichweite haben, um jemanden darüber zu informieren, dass es so ist. Und ja, ich werde definitiv von diesen vermeintlichen Seiten keine Mods mehr vorstellen. So schade wie es ist, weil dort oft schöne Mods gekommen sind. Aber es bringt halt nichts, wenn ich geklaute Mods vorstelle. Und das will ich auch nicht. Und von dem her gehe ich da eben komplett konform mit dem Carbon, der das auch jetzt in Zukunft so durchzieht und eben keine Mods mehr vorstellt, die in irgendeiner Form von so einer Seite kommen. Ja, und das wird jetzt einfach hier im Kanal. Es kommt im Moment eh sehr wenig Mod-Vorstellungen, ich weiß es, aber es ist einfach aktuell nichts dabei, wo ich sage, hey, der Mod ist es wert, eine halbe Stunde zu investieren, dass ich ihn mir anschaue, dass ich ihn teste, die Aufnahme mache, mein Thumbnail dafür herrichte. Ey, geil, schaut mal, hui, da kommen sogar Strohbüschel hier über die Straße. Ja, das nur kurz nebenbei. Ja, also da ist mir dann auch meine Aufnahmezeit, da mache ich lieber so ein Format wie jetzt hier ATS oder dann nehme lieber noch eine Folge mehr für LS auf von meinem Let's Play, bevor ich dann sowas vorstelle und zum Schluss eben dann rauskriege, dass es eben geklaut wurde. Dazu muss ich auch sagen, das Gülle-Pack vom Monteur, ich habe mit ihm geschrieben, was Sache ist, warum, weshalb, weswegen das von Modhoster genommen wurde. Und ja, er hat 3 Wochen bevor er den Mod released hat, hat er den Urmodder von diesem System angeschrieben, hat um Freigabe gebeten und es kam keine Antwort. Und dann hat er es eben einfach hochgeladen, was von ihm nicht in Ordnung ist, muss man ganz klar sagen. Und dann hat sich eben der Urmodder gemeldet, dass er das nicht möchte, dass der Mod in der Form hochgeladen wird, weil eben seine Teile verwendet wurden und. Aber der Monteur hat dann gesagt, okay, bevor es da irgendwie einen Stress gibt oder sonst was, lasse ich den Mod von Modhoster entfernen und deswegen gibt es diesen eben aktuell nicht mehr. Ist leider schade, weil das Pack wirklich richtig geil war und soweit ich das jetzt mitgekriegt habe, der Urmodder
ja nichts mehr großartig mit Mods macht, beziehungsweise habe ich keinerlei Mods mehr von ihm gesehen. Vielleicht macht er auch noch für sich privat, weil er keinen Bock mehr hat, dass die Community davon was kriegt. Das kann natürlich auch sein. Wird mich jetzt auch nicht wundern. Aber ja, ist eben schade jetzt in dem Fall um diesen Mod, um dieses Pack. Jeder, der es gleich heruntergeladen hat, hat halt Glück gehabt, dass es im Endeffekt jetzt hat und sich nicht mehr holen braucht oder ja, nicht mehr schauen muss, dass es irgendwo herkriegt. Ich meine, es ist ja eh schon wieder auf diversen anderen Seiten geteilt und verbreitet worden. Von dem her, wer sich da ein bisschen damit beschäftigt, findet das Pack sowieso noch, weil das Internet vergisst nichts. Und von dem her, warum überholst du mich jetzt? Ey, ich fahre hier schön vorgegebene Geschwindigkeit und du ziehst an mir vorbei. Ey, das ist natürlich hier diese Raser wieder. Wie schaut er eigentlich? Apropos, kurz gucken. Naja, unser Hänger schaut jetzt nicht wirklich bahnbrechend interessant aus. Ja. Wie gesagt, da muss man so ehrlich sein, hätte der Monteur im Endeffekt nicht hochladen dürfen. Aber gut, ich kann ihn auch verstehen. Nach 3 Wochen würde ich mir denken, okay, der Modder macht gar nichts mehr, den interessiert das auch nicht weiter. Und gut ist. Keine Ahnung, wie ich es gelöst hätte. Ich kann es euch nicht sagen, weil ich nicht in der Situation bin oder war. Es ist halt schade um dieses Set, weil das Set wirklich was richtig, richtig Geiles ist und gerade für den LS einfach ja so eine Riesenerweiterung wäre und ja rein optisch auch einfach cool ist. Und ja, da ist es schade drum, aber kann man eben nichts machen, ist einfach so. Und aber das ist eben der Punkt. Boah, gut, dass ich links rüber gefahren bin, ey. Da können eben manche auch dann nicht, ja, nicht mal sagen, okay, ja, dann kriege ich halt den Mod nicht, dann spiele ich halt mit dem Güllefass, das ich habe, weiter. Sondern die nehmen es halt dann eher und laden es dann irgendwo anders wieder hoch. Oder beziehungsweise eben, ja, wird halt weiter verbreitet auf irgendwelchen anderen Seiten. Und dann kriegt man es klar, man kriegt es dann nach wie vor, aber es ist den Moddern gegenüber einfach nicht fair. Und das ist eben das Hauptproblem an der ganzen LS-Geschichte. Wenn die ganzen Modder keinen Bock mehr haben, es kommen extrem wenig gute nach, im Gegensatz zu den guten, die gehen. Und das macht im Endeffekt so ein Spiel dann kaputt, das absolut nur auf Mods besteht. Weil überlegt euch mal, wie lange würdet ihr dieses Spiel spielen, wenn ihr keine Möglichkeit hättet, Mods mit reinzubringen? Da würdet ihr wahrscheinlich genau 2 Wochen spielen, dann habt ihr alle Früchte einmal durchgesät und wieder geerntet. Und ja, dann macht das Spiel im Endeffekt einfach keinen Bock mehr, weil auch manche Sachen einfach fehlen im Spiel oder Lücken nicht geschlossen sind. Und ja, dann hättet ihr keine weiteren Maps, dann habt ihr hier die Westbridge Hills aus dem 13er, dann habt ihr die Björnholm, die einen Hof hat, der mal ganz lieblos mal schnell hingeklatscht ist irgendwie. So rein vom Gefühl her. Und dann hättet ihr noch, wenn ihr euch das DLC kauft, hättet ihr noch die Sosnowka, die irgendwie ja ganz cool ist, aber wenn man halt einfach Mod-Maps gewohnt ist, einfach auch nichts, ja, nichts für viele Spielstunden meines Erachtens ist. Und ja, dann gäbe es die ganzen Mod-Maps nicht und alles. Und das muss man sich immer mal wieder in Gedanken zurückrufen, was man damit anrichtet, wenn man Modder über die Dauer vergrault. Und
Das ist ja nicht nur mit dem, dass man sie klaut, die Mods, oder verändert, dann wieder hochlädt oder auch nicht verändert, einfach irgendwo anders hochlädt. Es ist auch einfach der Ton, was in den Kommentaren so vonstatten geht. Wenn ich da teilweise bei Modhoster oder bei anderen diversen Seiten unter den Mods lese, wie sich manche da über Mods beschweren oder halt ja eine Karte und drunter steht dann erstmal eine Wunschliste für eine komplett andere Karte quasi, weil der Modder doch bitte so gut sein soll und eigentlich die ganze Karte ändern soll, weil das passt nicht und das ist scheiße und hier passt irgendwas nicht. Hey, wir sind in Las Vegas. Ja, und dass da dann mancher Modder irgendwann einfach die Schnauze voll hat, das kann ich vollkommen nachvollziehen. Und ja, weiß ich nicht. Also ich wäre da, glaube ich, auch irgendwann dann so gefrustet, dass ich keinen Bock hätte mehr für die Community kostenlos irgendwas bereitzustellen, nur damit die ein schöneres Spielerlebnis haben. Also ja, das lasst es euch mal durch den Kopf gehen, die ganze Geschichte mit Modklau und vielleicht auch mal überlegen, ob ihr nicht selber sogar schon mal hier Mods gezogen habt, die vielleicht ja wahrscheinlich von diversen litauischen oder sonst wie Seiten, russischen, wo sie alle herkommen, seid ihr mit Sicherheit. Shit, schon wieder zu schnell. Wart ihr mit Sicherheit auch schon mal dabei. Aber überlegt euch mal, ob es wirklich rentabel ist, wegen einem Mod, theoretisch, wenn man es jetzt überspitzt sagt, wegen einem Mod eine ganze Szene kaputt zu machen. Das weiß ich nicht, ob ihr da wirklich Bock drauf habt oder ob ihr euch da schon mal Gedanken drüber gemacht habt. Aber sollte man sich einfach mal, ja, mal eine Minute überlegen, ob das wirklich sinnhaftig ist, dass man da so, ja, so egoistisch im Endeffekt da dran geht und sich nur denkt, hey, ich habe den Mod und alles andere ist mir egal. Das kann nämlich eben ganz böse auch nach hinten losgehen und man sieht's, einige Modder haben schon aufgehört. Wirklich gute Modder, die schön texturiert haben, die blink aus, ja, die wirklich Qualitätsmods gebracht haben, die haben einfach aufgehört, weil sie keinen Bock mehr hatten, irgendwas zu machen. So, das schaut ja gar nicht mal so schwierig aus. Schauen wir mal, ob es denn auch so wird. Ja. Ist mal wieder eine längere Folge hier, wird wahrscheinlich wieder um die 25 Minuten, aber dann haben wir wenigstens auch, oh shit, so viel zum Thema ist ja einfach. Aber wir haben auch einen kurzen Hänger dran, das ist das einzig Schöne an der ganzen Geschichte. Brems, 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 so. Und ja, also da appelliere ich einfach an alle, die so LS spielen und die auch ja, Interesse an Mods natürlich, klar, gibt es immer wieder coole Mods und immer wieder was Neues und am besten will man das natürlich sofort haben und nicht erst morgen. Aber es ist halt einfach so, dass man manches ab und zu mal auf was verzichten sollte, um ja noch über längere Zeit dann Spaß an so einem Spiel zu haben. So, ja, du schaust hier schön genau, ob ich da an die Ladebrücke hinkomme. Aber es schaut gut aus. So, ja, wir haben es geschafft. Ich bedanke mich schon mal ganz herzlich fürs Zuhören. Schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Wir hatten das Thema schon öfter, jetzt mal ein bisschen ausführlicher. Schreibt mir auch gerne, ob es euch auf den Zeiger geht. Würde mich auch interessieren. Aber es ist halt einfach so diese Sache, dass man das auf jeden Fall ansprechen muss, meines Erachtens. Und
dass man da einfach ja nicht immer ein Auge zudrücken darf zu allem. Und ja, auch schönen Gruß an Kawan an dem Punkt. Danke für das Video, einfach fürs Augenöffnen mal wieder. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.